Erste Frage an David Raum. Die Weltpresse spricht so vom vorgezogenen Endspiel. Inwieweit seht ihr das auch so und treibt Spanien, Deutschland noch Angstschweiß auf die Stirn? Ja, vorgezogenes Endspiel. Ich glaube, es spielt Belgien gegen Frankreich. Das ist auch so ein Riesenspiel. Ja, ich glaube, am Ende ist es ein Kompliment, wenn es so dargestellt wird, nach den letzten Turnieren, dass man jetzt sozusagen gegen Spanien als vorgezogenes Finale dargestellt wird, ist, glaube ich, ein Kompliment eher. Wir sehen einfach jedes Spiel als ein Endspiel, jetzt auch schon das Spiel gegen Dänemark. Ich glaube, das ist der richtige Weg, so Spiele anzugehen. Und wie Jo vorhin schon gut gesagt hat, um das nochmal aufzugreifen, wenn wir am Ende gewinnen wollen, müssen wir jeden schlagen, ob Spanien im Finale kommt oder wie jetzt im Viertelfinale. Wir müssen uns gegen alle durchsetzen können, wenn wir das große Ziel erreichen wollen. Das ist ein gutes Zeichen für Angstschweiß. Auf das Wort wollen Sie nochmal hinaus, das merke ich schon. Nee, also bei mir geht's eigentlich. Nochmal nach oben. Nee, alles super. Nee, ich habe jetzt noch Deswegen keinen sind die Angstschweiß. T-Shirts weiß. Ja, genau. Ich habe jetzt noch keinen Angstschweiß. Und ich glaube, da wird auch keiner dazukommen. Ich glaube, wir wissen, was wir können. Wir sind selbstbewusst und ja, wir probieren es ja andersrum, dass die Spanier vielleicht ein bisschen Angst vor uns haben. Das wäre nicht schlecht.